Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Wochenabschluss hier Freitag, 28. Oktober. Ich grüße ganz herzlich. Und nachdem der US-Dollar gegen den japanischen Yen gestern sich nahezu vorbildlich an den Aufwärtsfahrplan hielt, wollen wir heute auf ein paar schauen. Euro-Austral-Dollar, der sich ja nicht ganz so darstellt, aber mit ähnlichen Zugewinnen in der jüngsten Zeit. Und das führt jetzt eben dazu, dass wir hier mal den Blick ja, auf verschiedene Timeframes werfen müssen, um eben hier zu identifizieren, wie das Währungspaar letztlich daherkommt und dass man hier klar sieht im Chart auf Wochenbasis, dass wir hier eine Widerstandszone anlaufen, die zuvor als signifikanter Support galt. Das ist hier das Level, ich möchte mal sagen, um 1,4475, also grob die Range von 1,44 bis 1,45 Australdollar. Und ja, das haben wir hier signifikant gebrochen im Oktober, dieses Level nach unten. Auch signifikant neue Mehrmonatstiefs gemacht. Und jetzt stehen wir aber so ein Stück weit in der Luft und sehen im aktuellen Handelswochenverlauf, dass die Tiefs nach oben aufgekauft wurden und sozusagen hier die Stärke des Australdollars sich doch ein Stück weit umkehrte. Hauptgrund heute in der Nacht waren Daten aus Australien, die hier bärisch aufgenommen wurden. Es gab hier Erzeugerpreise, die schwächer ausgefallen sind als erwartet. Insofern Inflationsängste nun doch nicht da. Also hier immer wieder die Leitzinsgeschichte am Horizont und es ist ja auch hier bekannt, dass der australische oder die australische Notenbank hier vielmehr darauf abzielt, auch die Leitzinsen weiter gen Süden zu orientieren. Und auch ähnlich eben wie das hier in Neuseeland auch der Fall ist. Ja, grundsätzlich die Daten aber schlecht, beziehungsweise eben nicht so marktkonform, wie sie erwartet worden wären. Und jetzt muss man eben schauen, wie die Reise weitergeht. Grundsätzlich hier auf Wochenbasis klar identifizierbar diese Widerstandszone, die sich dann letztlich hier mit Beschau auf den Tagesschart noch deutlicher kennzeichnet. Und hier hatten wir auch unlängst schon die Bemerkung, dass es hier nach diesem ersten Dip nach unten eine Erholung geben könnte, die hier in diesen aktuell eben erreichten Bereich führen darf. Und genau hier sehen wir jetzt mögliche Chancen für einen neuen Abwärtsimpuls. Soll heißen, der Euro dürfte doch wieder schwächer notieren, der Australdollar aufdrehen, sofern dieses Level eben hier sich weiterhin als Widerstandslevel bestätigt zeigt. Und wenn das der Fall ist, dann dürfte sich hier entweder bereits heute oder aber zum Auftakt in die neue Handelswoche eine schöne Chance darstellen, um hier auf neue, weitere Tiefs, die dann sogar unter 1,41 führen könnten. Wir haben hier die Roundnummer 1,40 und auch dann ein nächst tieferes Level bei 1,37, die dann hier abgeholt werden können. Die 1,40 eben als runde Marke und hier so ein Stück weit Stabilität aus 2015 zu erkennen. Ansonsten hier relativ wischiwaschi. Viel signifikanter scheint mir hier das Level knapp über 1,37. Das wäre dann definitiv eine Zielzone. Auf Sicht von längeren Bewegungsimpulsen natürlich, aber aktuell wollen wir mal die Situation noch eingrenzen, dahingehend, dass wir mal die Fibos auflegen, hier vom jüngsten Tief ausgehend bis zum Hoch. Und da sehen wir auch, dass wir hier rein unter Fibonacci-Gesichtspunkten durchaus ein Stück weit Spielraum auch haben. Das soll heißen, es kann auch hier durchaus noch bis zum 38er Retracement hochgehen und vielleicht sogar ein Stück weiter. Insofern fast hier schon so eine Art kleinen Fake auf der Oberseite kommen. Ja. Grundsätzlich gilt es, das mal abzuwarten, ob der Markt jetzt hier eben abdreht. Das wäre das präferierte Szenario. Heute meinetwegen noch ein Stück höher, aber dann im Zuge der nächsten Zeiten bis in den November hinein dann doch eben eine Schwäche hier präferiert würde. Andernfalls die Dips nach oben hier zu diesem Widerstandslevel knapp unter 1,46 auch eine schöne Chance, wenn sie denn kommen. Hier gilt es natürlich auch auf Umkehrsignale zu warten. Die letzten, Sie sehen es ja, die letzten 3 Tage sehr, sehr stark. Also hier jetzt blind auf einen Short zu setzen, erscheint mir hier ein Stück weit zu riskant. Sollte man auch nicht tun. Das heißt, hier erstmal ein bisschen Ruhe bewahren. Was passiert, wenn hier zum Beispiel ein Shooting Star auftaucht oder eben ein Bearish Engulfing oder eben, also hier praktisch so eine Art Shooting Star wie in diesem Fall. Schauen Sie hier die Kerze vom 17. Oktober an. Das ist hier schon eine schöne Einleitung nach dem Motto hier, das wäre eine Bestätigung dieses Levels oder eben andere Candlestick-Muster bzw. auch Divergenzen ableitbar, um dann hier sozusagen reinzukommen. Eine andere Alternative wäre hier sozusagen die Möglichkeit, gestaffelte Einstiege zu finden, um hier sozusagen sich Step by Step bei möglichen Aufwärtsbewegungen einzukaufen. Tatsache ist, der Markt sollte nicht signifikant hier über 1,4750 gehen. Das wäre sozusagen hier das Worst-Case-Stop-Level, was man mal so in den Chart ziehen darf. Und ja, letztlich auf den Weg nach oben könnte man sich hier sozusagen einkaufen. Und wenn man es denn hier ganz genau nimmt und hier sozusagen den
finalen Move einsammelt nach oben und auch diesen theoretisch nur als Entry-Punkt ansieht, dann hätte man hier rein technisch gesehen ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis bzw. hervorragende Möglichkeiten, wenn es denn bis 1,40 und gegebenenfalls sogar noch tiefer geht. Und das ist ja das, was man suchen muss. Aber die Perspektive an dieser Stelle durchaus interessant und deswegen hier mal schauen, was der Euro gegenüber dem Australdollar noch darbietet. Oberhalb von 1,47 haben wir zwar hier eine Abwärtstrendlinie kommen, aber wenn es denn hier zu Preisen 1,47,50 speziell kommen würde, dann muss man sagen, hat sich hier das Fibo-Level definitiv erledigt. Oberhalb des 61ers wäre dann die Gefahr, dass wir hier das 100%-Niveau anlaufen. Dann reden wir eben hier über Preise, die dann wieder über die Marke von 1,50 führen könnten. Insofern Obacht geben, wenn die Stärke anhält, was nie auszuschließen ist, kann es natürlich auch durchaus weitergehen. Aber wir sind hier aktuell an einem signifikanten Level, was durchaus Einstiegsmöglichkeiten für Short-interessierte Marktteilnehmer darstellt. Warten wir ab, was noch kommt. Grundsätzlich gilt es eben hier immer wieder abzuwägen, dass natürlich die Bewegungen gerade beim Australdollar in der Nacht immer exorbitant sind. Das heißt, man muss sich hier darauf einstellen, dass im Zuge möglicher News bzw. möglicher Entscheidungen immer wieder dann auch natürlich insbesondere in der Asia-Session dieses Währungspaar starke Bewegungen vollzieht und das sollte man durchaus ins Kalkül ziehen. So, dann, liebe Zuschauer, wäre es das schon gewesen für den heutigen Wochenabschluss Radar. Wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag wieder in alter Stärke, neuer Frische. Ich sage Ihnen erstmal ein schönes Wochenende an dieser Stelle, wünsche Ihnen auch eine gute Zeit und wenn Sie mögen, hören wir uns wie gesagt wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.